Beim Mini-Optik-Halbfinale Perplex gegen Teflon Don hat Perplex gewonnen. Also Finale ist jetzt Fortis gegen Perplex. Ich habe Perplex auch ein bisschen vorne gesehen. Auf keinen Fall so eindeutig, wie das User-Voting ausgefallen ist. Aber trotzdem alles gerechtfertigt. Aber kommen wir zu was Interessantem. Und zwar ein kleines Follow-Up-Video für die Cypher. Ich hatte ja gefragt, was man noch so mit 10% belohnen kann. Und die Antwort ist kurz zusammengefasst: so gut wie alles. Aber das ist natürlich absolut subjektiv. Nehmen wir mal als Beispiel die Titten. Selbst das ist subjektiv. Ich mag riesige Titten, am liebsten Sillis. Andere mögen kleine Titten. Ärsche sind auch geil. Wer kriegt jetzt die 10% extra? Der mit den geilen Ärschen oder der mit den Titten? Fragen über Fragen. Deswegen werde ich einfach 10% extra und draufpacken, für was auch immer. Ich werde mir einfach irgendeinen Grund aus dem Arsch ziehen. So wird niemand eingeschränkt und denkt, shit, ich muss jetzt voll stylisch sein, damit ich die 10% bekomme. Ey, ganz ehrlich, ich gebe einem Benson locker 10% extra wegen in die Fressehaftigkeit und einem Entertainment gebe ich 10% extra für Horroratmosphäre, MG für den Beat gegen Madast, Neo natürlich für Style, Flow, Videoideen und Beats. Bei ihm hat man echt ziemlich viel Auswahl. Aber auch wenn es 50.000 Sachen wären, es bleibt bei einmaligen 10% Bonus und nicht 10% für jede Sache oder so. Also ich werde 10% für das Video machen und 10%, die nicht näher definiert sind. Es gibt sie einfach. Wenn ich irgendwas sehe oder höre, wo ich denke, dass man da 10% draufpacken könnte, dann mache ich das. Das sind also 10% Bonus für das gewisse Etwas. Die Möglichkeiten sind endlos. Keiner soll sich für irgendwelche Prozente verbiegen. Alles außer Videos ist sowieso komplett subjektiv und das ist dann jetzt die pure Subjektivität in ihrer reinsten Form. Wenn mich irgendwas flasht, dann gebe ich da 10% oben drauf. Das können auch Titten sein. Ach ja, und noch was. Das ist jetzt für die Newcomer besonders wichtig. Ich überlasse die Entscheidung zum Großteil dem User-Voting und das ist eine Menge Verantwortung. Das mache ich aber nicht, ohne vorher eine klitzekleine Sicherheitsmaßnahme einzubauen. Die Zuschauer haben oft bewiesen, dass sie sich auf neue Künstler einlassen können, aber ich baue mir trotzdem einen Notfallknopf ein, falls das System einfach nicht richtig funktioniert. Wenn eine Entscheidung nichts mit den Tatsachen zu tun hat und ich sehe, dass einfach nur der Fame die Runde entscheidet, dann werde ich etwas dagegen unternehmen. Beispiel: irgendein JBB-Rapper bekommt für Ultraschrott des Jahrtausends 60.000 Likes, weil er halt JBB-Rapper ist. Und dann kommt ein No-Name um die Ecke und macht den ultimativen Überhit des Jahrtausends, aber verkackt trotzdem. Er bekommt dafür 35.000 Likes, weil er niemand ist. Die meisten haben sich das Video nicht mal angeguckt. In so einer Situation sage ich Veto. Verdoppele seine Like-Anzahl auf 70.000 und er gewinnt. Das klingt jetzt extrem heftig und bietet viel Spielraum für Missbrauch, aber es ist wirklich nur ein Notfallplan und wird nicht leichtfertig eingesetzt. Also macht euch mal nicht ins Hemd. Ich habe viele Zusagen von JBB-Rappern, also wirklich viele. Das Teilnehmerfeld ist jetzt schon absolut überragend. Wir haben AT, Madast, Lasker, Rapido, Entertainment, Gary Washington, Grinch Hill, Fear, Neo und noch zig andere krasse Leute, die übelst Bock haben. Wenn das so weitergeht, muss ich vielleicht 64 Leute nehmen und auf 20.000 Euro aufstocken. Bei den Künstlern ist ein regelrechter Hype entstanden. Alle wollen mit Mucke was reißen, weil sie sich dann nicht um irgendwelche scheiß Gegner kümmern müssen, auf die sie sowieso überhaupt keinen Bock haben. Ich bin extrem überrascht, dass es solche Dimensionen annimmt. Die Cypher könnte das JBB echt ziemlich alt aussehen lassen. Die Zuschauer sind bis jetzt noch ein bisschen unsicher, weil ein Jahr ohne JBB halt etwas wehtut. Aber solange die guten Rapper alle dabei sind, na, kann ja eigentlich nichts schief gehen. Aber wenn so krasse Leute mitmachen, dann dürfen die sich nicht mit Fame irgendwie durchmogeln bis ins Finale. Neue Gesichter sollen eine faire Chance haben. Wie gesagt, es ist nur ein Notfallplan. Ein Madast hat als absoluter Newcomer mit seiner Qualifikation auch viel User-Voting-Unterstützung bekommen. Neo hat auch dieses Jahr erst angefangen, also ich gehe fest davon aus, dass das Veto nicht ein einziges Mal zum Einsatz kommen wird. Aber es soll halt eins geben, nur für den Fall. Eine letzte Sache noch. Ich wechsle von Dailymotion zu Sellfy. Sellfy bietet bessere Konditionen, eine Echtzeitmessung der Verkäufe läuft viel einfacher und es wird sogar billiger für euch. Bei Dailymotion hat man beim Kauf von einem 99 Cent Produkt am Ende 1,33 Euro bezahlt wegen Extrakosten. Bei Sellfy sind es jetzt nur noch 1,18 Euro mit Extrakosten. Außerdem hat es noch einen Grund und zwar, wer das Video bei Dailymotion kauft, der hat 1 Euro bezahlt. Es ist aber nur gemietet und man kann es 48 Stunden streamen. Bei Sellfy werde ich ein Paket anbieten. In dem Paket wird das Video und die MP3 drin sein. Also wer das Video für 1 Euro kauft, hat auch automatisch die MP3 in bester Qualität für den iPod oder was auch immer. Und muss sie nicht noch extra kaufen oder in schlechter Qualität irgendwo runterladen. Wer keinen Bock hat, sich das Video runterzuladen, wegen Datenvolumen oder was auch immer, der bekommt die MP3 auch ohne das Video bei Sellfy. Das sind alles Dinge, die bei Dailymotion überhaupt nicht möglich sind und außerdem ist mir Dailymotion auch einfach zu unzuverlässig, unseriös und übertrieben behindert. Ich habe extrem viele Beschwerden bekommen, über Handy hat es überhaupt nicht funktioniert und ich musste mich die ganze Zeit mit irgendeiner
behinderten Seitenumstellung rumärgern. Also ich kam mir da eigentlich die meiste Zeit nur verarscht vor. Dailymotion ist richtiger Ultramüll und alle Probleme sind negativ auf mich zurückgefallen, obwohl ich überhaupt nichts dafür konnte. Also Dailymotion ist ab sofort tot und beerdigt. Ab sofort gibt es Selfie. Ohne Probleme. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf einen anderen Link klicken und den Dailymotion 24-Stunden-Witz in Selfie ändern. Da heute Donnerstag ist, könnt ihr das Bonus-Battle von morgen, Benson gegen Madast, ab sofort bei Selfie runterladen. Link in der Beschreibung. Auch eine Preview für alle, denen ein kleiner Vorgeschmack reicht, gibt es weiterhin. Die Runde von Madast ist ein bisschen sehr rassistisch geworden, was in einem Rapper dann natürlich völlig legitim ist. Aber für Leute, die darüber stolpern und keinen Plan haben, habe ich sicherheitshalber eine kleine Warnung dran geklatscht, damit die Moralapostel auch nichts zu meckern haben. Beide Runden sind übrigens sehr sehenswert und ich werde das Battle ganz normal bewerten.